Das nächste ist einer meiner Lieblingslieder. Ich lasse das Publikum ja gerne raten, welcher Anime das ist, weil dann man weiß, ah, okay, das ist beliebt. Geht um zwei Brüder. Der eine hat so keine Ahnung. Okay, ich habe so einfach gesagt. Es ist voll mit einem Brotherhood. Das, was du suchst in deinem Leben, sind die Gefühle, die dich führen. Und damit zu wenden, was soll's mein Leben? Jede Traumgeschichte hat eine Fahrt, so bring das am Ende der Welt ist. Verstehst du das? So die Fragen vergeben von Sünden, die wir immer trugen als Wunden. Das sind die Gefühle verschlingen, wie ewig ich bin. Ich will von Abschied nehmen, um damit nun zu leben. Das, was du versuchst zu gehen, das ist wir wirklich an unser Leben. Ich mach deine Worte, wenn alles meine Hilfe schreien würde. Es gibt Anime, da geht es um Piraten. Oh je! Ja, Dragon Ball. Weitergehen soll. Der Drang zu fressen scheint. Niemand ist sicher hier. An diese neue Welt ist vorübergefallen. Ich kann nicht mehr entfliehen. Die Zukunft wohnt bei uns. Das Monster nimmt sie um. Oh,
Nein? Nein? Ja? Die Songs. Die hat nicht aufgenommen. Wir sind gerade vom Cosday finally heimgekommen und es ist so, so anstrengend gewesen. Wir sind total durch. Ich schwitze immer noch und das, obwohl ich mich gerade wieder frisch gemacht habe und es war so anstrengend. Was? Ich bin fertig. Meine Beine tun zumindest weh. Meine Füße sind total am Arsch dank den Schuhen und mein Nacken tut weh, weil die Perücke so mega assi schwer war und keine Ahnung. Es war alles für den Arsch irgendwie. Das Wetter war zwar toll, aber... Das Wetter war toll. Das Wetter war definitiv toll. Ja, ansonsten getroffen haben wir so eigentlich kaum jemanden. Wir haben Martina getroffen. Die war eine wunderschöne Elsa. Und wir haben Nisashi getroffen. Sie war eine Nozomi aus Love Live. Total niedlich. Haben wir sonst noch jemanden getroffen? Niemanden sonst wirklich. Mal hier und da Smalltalk gehalten und sonst alte Bekannte getroffen, die aber jetzt nicht unbedingt cosplayen. Aber ist auch schön, wenn man die sieht. Ja, Fotos haben wir dann später gemacht, als dann David dabei war. David kennt man vielleicht noch vom Frankfurter Buchmesse-Video. Der hat da Fotos gemacht und er hat auch wieder Fotos von mir gemacht. Sascha hat dann irgendwann die Kamera genommen, ne? Ja. Und hat dann auch von mir noch Fotos gemacht. Und ich habe überhaupt kein Video von mir als Fully Purpa, fällt mir auf. Gesundheit! Danke. Oh, ja, und wir waren im Maid Café. Das Maid Café war so toll. Und ich wollte eigentlich zu der Momo, weil die so süß war. Das Kleid war mega süß. Das war, wie heißen die? Chocolate Maid? Die ist eigentlich vom anderen Café, nicht von diesem Kizetsuno Maid oder wie das war. Ja. Na, keine Ahnung, wie die jetzt heißen, aber die ist eigentlich davon und die war da. Und ich wollte eigentlich zu der, weil die so süß ist und die sieht so richtig putzig aus. Dann kamen wir aber an einen anderen Tisch und da war dann die Fleur und die Lini. Die waren aber auch ganz süß. Und dann haben wir noch Fotos mit denen gemacht. Also wir haben erstmal eine Runde Uno gespielt und ich habe Ewigkeiten kein Uno mehr gespielt gehabt. Und kannte da irgendwie die Spielregeln auch nicht mehr und habe dann nachher auch Sascha gefragt, so, wenn ich das jetzt mache, geht das so? Und dann habe ich trotzdem, wie viele waren mir, die gespielt haben? 1, 2, 3. Denn die 2 Mai sind 5 und wir sind 7. Wir haben zu 7 Uno gespielt und ich habe gewonnen. Sascha hat verloren. Man kann bei Uno nicht verlieren. Ich habe als Letzter gewonnen. Sagt er. Aber er war Letzter auf jeden Fall und ich war Erster. Deswegen habe ich ein Foto gewonnen. Die Blonde ist die Lini und die Rotbrünette, das sieht man jetzt so schlecht. Das ist die Fleur. Und die Fleur war für uns zuständig und die Lini war für die anderen am Tisch zuständig. Wir haben lecker Erdbeermilch getrunken. Wir haben einen Salted Caramel Cupcake gehabt. Und wir haben Crepe gehabt mit Bananenschoko und Erdbeerschoko. Der Sascha schläft jetzt ein. Ich sag tschüss. Tschüss.
Juhu. Everybody, put your hands out. Lass uns